Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Age of Empires 2 HD Edition. Jo, im letzten Part haben wir ordentlich eine auf die Mütze bekommen. Ihr merkt es ja, bei uns brennt sie ein bisschen. Wir wären fast gut durch geworden, aber wir haben das Ruder nochmal rumreißen können und versuchen jetzt, oder müssen versuchen, dass wir hier an diesen ja, mit Flaggen begrenzten oder besser gesagt markierten Stellen insgesamt 3 Burgen hinklatschen. Das heißt, wir brauchen Steine, viele Steine. Und wenn ich ganz viel Pech habe, wenn wir ganz viel Pech haben, dann muss ich nochmal von vorne anfangen, weil uns Stein ausgegangen ist. Ja, wir haben hier nämlich ein großes Vorkommen gehabt und ich habe es verschwendet, um Dümmchen und Mauern zu bauen. Und mehrmals Dümmchen noch nachzubauen, denn die sind ja allesamt umgerissen worden, bis auf die 4 da. Oder die 5 mit dem da zusammen. Ja, so ist mal der Plan, der Lageplan, so eigentlich. Das bedeutet, wir sind auch noch in der imperialen Zeit, das haben wir letzten Part auch geschafft. Somit ist unsere heutige Aufgabe, mal ein bisschen was zu entwickeln, unsere Leute zu verstärken. Wo ist denn eigentlich die Schmiede, die normale? Habe ich eigentlich jemals eine Schmiede gebaut? Ja, da oben. Passt. Ja, leicht. Es geht leichter gedächtnisch rund. Das ist ja typisch, ne? Also Durchschlagspanzerung wird gemacht. Dann haben wir hier auf jeden Fall die Chemie. Geht sich noch nicht aus. Brauchen wir Essen. Ja, bitteschön fleißig weiterarbeiten. Gut. Die da oben. Ja, Holz und so, das geht noch. Ist noch ein bisschen verkraftbar mit hin und her gelatsche. So, Sturmböckchen haben wir auch schon. Das ist sehr schön. Bitte, du kriegst ein neues Feld. Gerne. Dann können wir hier berittene Typis machen. Yep, können wir. Wartet mal. Wartet mal. Ich will ein bisschen Stein einkaufen. Das müsste reichen. Ist jemand, der keinen Job hat? Nein, die haben alle Jobs. Gut, dann werde ich hier beim Gold nur momentan 2 Leute hernehmen, die mir hier eine schöne Burg bauen werden. Und ich würde sagen, die Dumme... Ja, wohin denn? Ich würde sagen, hierhin. Also sieht man das Häuschen nicht mehr. Da könnte es besiegt werden, die Burg. Ja, wo tun wir es hin? Ach. Tun wir sie einfach hier hin. Schaut nicht schön aus, aber da sieht man nur von, also überall die Gebäude. Von sehen wir alle Gebäude. Passt. Dann haben wir Botkin-Pfeil. Das werden wir auf jeden Fall machen. Das verstärkt nicht nur die Türmchen, sondern auch die berittenen Bogenschützeleins. Bitte sehr. Dann, was haben wir hier noch? Ja, 900 Nahrung haben wir fast zusammen. Den schweren berittenen Bogenschützen Heini werden wir auch machen. Ich denke auch, ich werde ein paar Chevaliers brauchen. Vielleicht. Schauen wir mal. War immer das Schauen wir mal, ne? Da gab es eine Umfrage. Also, gab es eine Umfrage. Habe ich mal im Fernsehen gesehen. Wie viele Leute nervt es, wenn man sagt, schauen wir mal? Und es sind ungefähr tatsächlich 50%, denen es nervt und 50%, denen es komplett wurscht ist. Also, jetzt werde ich mich versuchen zusammenzureißen, dass ich das mir abgewöhne. Das ist, ja... Keine Ahnung. Ich denke, man wird so mit bestimmten Begriffen, sage ich mal, wird man groß. Die hört man einfach sich von den Erwachsenen ab, zum Teil... Oder man kriegt es irgendwie im Fernsehen mit und dann gefällt einem das so gut und dann, ja, hat man schon quasi den Scherben auf. Tee. Ich glaube, die Dümmchen werden hier gute Arbeit leisten, denn die 2, 4, 6 Humble-Männer da, die werden es nicht mehr lang machen. Haben wir Mönche? Nur einen Kerl, der könnte da vielleicht den letzten bekehren? Die Burg ist fertig. Sehr schön. Und ihr könnt wieder weiter Gold schürfen. Sehr gut.
Was hätten wir denn hier alles? Was war das? Werden 33% schneller entwickelt. Bitte, das machen wir sofortigst. So, ja. Oh, wir haben genügend Essen, genügend Gold, damit wir die Bogenschützen verbessern können. Das machen wir sofort. Also die Britinnen halt. Naja, und hier wird schon scharf geschossen, wie es sich gehört. Ihr kommt hier nicht rein. Du kommst da nicht rein. Keine Chance. Ihr könnt gleich wieder heimgehen. Wäre gesünder für euch. Ich schwöre. Was haben wir da? Belagerungsingenieure entwickeln. Wie ging das schnell? Genau, mehr Schaden. Mehr Schaden und Reichweite und... Ja, perfekt. Das machen wir. Nein, was? Wie? Nahrung? Holz. Ach so, Nahrung fehlt. Hoppla. Da sollte ich vielleicht Holzsäle verkaufen, weil da haben wir schon sehr viel. Aber wer weiß, wo wir dann das nächste Holz herkriegen, wenn ich das verbrauche. Wobei da unten, da so, können sie eigentlich auch noch Holz schlagen. Wenn ich hier so ein Holzverlager baue, können sie hier darunter das Holz abernten. Und wenn wir die hier eingenommen haben, haben die hier einen Wald. Alter Schwede. Die werden da nie mehr fertig. Dann können wir hier nämlich auch einen kleinen Hafen bauen. Und die Fischkutter, vielleicht zwei, werden sich hier um diesen Fisch da kümmern. Wenn der weg ist, dann können sie ja noch mit Reusen arbeiten. Können wir mal schauen, ob sich das rentiert. Aber ich glaube, ich glaube fast nicht. Soja, Soja, Soja. Geht denn hier jetzt bald mal was weiter? Ja, die sind fertig. Dorfwohner mehr Schaden. Verstärkt die Burgen. Elite-Dingens. Boah, da braucht man noch Essen. Da muss ich ein bisschen warten. Die Trill, genau. Waffenschmiedeeinheiten bewegen sich 50% schneller. Holz und Gold, das Hammer. Das machen wir auf jeden Fall gleich auf der Stelle. Das ist nämlich eine gute Entwicklung. Hier Armschutz entwickeln für die berittenen Bogenschützen, Türme etc. Eine Reichweite und Angriffsstärke. Das opfere ich jetzt auch mal. Was haben wir hier? Bewegen sich 15% schneller, wäre auch nicht schlecht. Boah, jetzt ist es Gold alle. Will warten. Ich habe das Gefühl, du kommst da nicht weit, ne? Komm mal daher, darüber. Jetzt müsste es gehen. Das sind nämlich nur drei Leute, die arbeiten, weil die hat sich irgendwie da... Ja, hatte keine Bewegungsfreiheit. So. Bitte sehr, ihr Lieben. Kriegt wieder neue Felder, also neue Saatgut, sagen wir so, für die Felderlines. Ja, ich sag ja, die haben hier keine Chance, ne? Die werden einfach gnadenlos umgeschossen. Oha, so muss das ausschauen. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Habe ich die Chemie immer noch nicht entwickelt? Bin ich betrunken oder was? Oh, bitteschön. Ich werde, glaube ich, das mit Elite-Mangudai da mal ein bisschen lassen. Stattdessen lieber, ja, die Triebböcke wären gescheit. Und vor allem die Chemie wäre super. Die machen wir mal als erstes. So, inzwischen kann sich das Gold regenerieren. Oder wir verkaufen doch ein bisschen Holz, vielleicht so ein Tausender. Ist nicht viel Gold, was man zusammenbringt, aber ein bisschen was. Dann was haben wir hier? Den Lederpanzer für Bogenschützen. Das heißt, bekommen die Briten im Bogenschützen jeweils eine Rüstungsart plus. Also machen wir das. Soja. Sojabohnen. Was nun? Was stellen wir nun an? Die sind fertig dabei. Fertig. Das lassen wir dabei auch. 1000 Nahrung ist mir zu teuer. Schmiede haben wir dabei auch. Hier, Universität, brauchen wir da noch was vielleicht. So, mal kurz warten. Bis die fertig sind. Hopp, hopp. Hoppi, hopp, hopp. Irgendwer schießt auf was. Achso, da drüben. Ja, das kannst du nicht machen. Bam, bam. Und gleich ist fertig die Chemie. Achtung. 3, 2, 1. Zack. Was haben wir hier? Mörderlöcher. Mindestreichweite für Türme. Feinde beschießen können, die ihre Basis angreifen. Jupp. Was fehlt? Stein fehlt. Ach du Heilige. 500 Nahrung, 600 Holz. Das haben wir, das entwickeln wir gleich. Ah, Karamba. Das mit den Dümchen lasse ich da mal.
Bis jetzt schlagen sie sich ja eh recht gut, unsere Blümchen. Aber was ich brauche, ist ein Drehbock. Zwei am besten. Die können schon mal hier das Holzfällager plätten, weil der Wald gehört uns. So schaut das aus. Dann. Oh, bitte sehr. Dreimal neue Felder. Stall und so. Da werden wir ein paar Kamelreiter noch entwickeln. Ja, war es gut. Drei Stück. Ich weiß, besser als nichts. Boah, das Gold ist auch schon ziemlich am Ende. Haben wir hier noch Goldvorkommen? Ich glaube nicht wirklich. Ne? Da haben wir schon alles abgearbeitet. Wir hatten nur zwei. Dann wird es Zeit, dass wir dann mal in Angriff gehen. Du das reicht. Du gelangst hier hin. Warte, warte. Fahr ein Stückchen hier hin. Vielleicht triffst du dann die Universität auch noch. Bah, das wäre super. Wenn du da so bist, da so. Geht das? Ich glaube, der erreicht das wirklich. So, der zweite auch. Kannst gleich helfen. Boah, ich glaube, die werden uns gleich so schier angreifen. Chevaliers, okay. Vor allem könnt ihr es einrichten, dass ihr die Dorfbewohner trefft. Und das ist nämlich noch ein größerer Schaden. Boom, jawohl. Das hat er nicht kommen sehen. Und du könntest die da gut machen. Und Kachanga. Ja. Zielwasser und so, ne? Ist jetzt bald mal hin? Jawohl! Muha! Dann den Chevalier, wenn sie es. Nein, geht sie glaube ich nicht aus. Aber die Uni. Die wird jetzt dran glauben. Jawohl! Und sie brennt schon. Da. Vielleicht auch die eine Dorfbewohnerin noch. Oh, 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 da kommt der Feind. Da kommt der Feind. Alle Mann bereit machen. Und zum Verteidigen. Mönch, du bleibst da. Boah, ihr müsst euch beeilen. Schnell blätten. Und ihr macht weiter bei der Uni. Ich brauche meinen Sanitäter. So, ja. Das war super. Das war super. So. Na, nicht mehr. Ja, ist so wurscht. Greift das da. Beide? Das da? Aha, gegangen jetzt nicht mehr so weit. Muss ich warten, bis der repariert ist. Weil das wäre schade, wenn der kaputt gehen würde. Du kriegst ein neues Feld, selbstverständlich. Das lief super. Dann würde ich sagen, auf jeden Fall noch ein paar Kamelreiter. Du kriegst ein neues Feld. Mangudais, auf jeden Fall. Ja, okay, zwei muss mal passen. Ihr dürft weiter Gold schürfen. Ihr zwei baut euch zusammen. Nein, ihr baut euch nichts zusammen. Schön volle Hidden-Attacke. Wo sind meine Fernangriffstypis? Bitte zusammenschlagen die. Volle Hütten drauf, bitte. Zurück. Okay, die hauen schon wieder ab. Na gut. Man baut sich doch zusammen. Warten wir ein bisschen, bis die Armee stark genug ist. Was könnten wir denn noch brauchen? Vielleicht Kamelreiter werden eher schaffen. Vielleicht noch ein paar von den Mangudais. Dann haben wir da fünf. Okay, das geht noch nicht. Da fehlt Gold. Was macht ihr da? Oh, ich wollte eigentlich nicht, dass ihr da helft. So, ich soll jetzt eigentlich schon beim Feld bleiben. Wie kommen die denn daher jetzt? Die haben keinen Bock mehr auf dem Feld zu arbeiten. So geht das nicht, meine Damen und Herren, ja? Bitte. Oh. Mal schauen, ob wir die erwischen. Von hier. Oder ob sie wieder abhauen, die Feiglinge. Ja toll, der hat es überhaupt nicht weit gebracht, ne? Brennt mal was? Volle Hütten! Geilo! Na schade, haben wir keinen getroffen. Aber vielleicht treffen wir das Katapult, das wäre super. Ihr könnt euch schon mal hier ein bisschen aufstellen. So. Ihr
Wir kriegen gleich Besuch. Ja, schade, trifft man nicht viel. Aber das kriegen wir schon hin. Nur kein Stress. Wie viel Gold haben wir? 300. Wir können die Chevaliers machen. So. Immer schön feste drauf. Ihr dürft ruhig da Schaden machen. Ich find's gerade lustig. So, geht schon. Weg damit. Warum bist du draußen, du Trottel? So. Das Katapult muss weg. Geh mal heim, bitte. Dahin, irgendwo. Und ihr, was macht ihr da draußen? Ihr habt nichts verloren da draußen. Schön rein da mit euch. Wir tun ein bisschen Leute ärgern. So. Die bauen sich zusammen. Kachanga, Kachanga. Da klopft jemand voll die Hütte. Schön. Aha, du kriegst ein neues Feld. So. Der Chevalier hat es auch überstanden. Hier kommen noch so ein paar Hampelmänner, die es unbedingt wissen wollen. Jau! So, was können wir noch machen? Wir haben jetzt 200 Goldmünzen und wir würden 675 brauchen. Was könnten wir denn noch ver... Was machst du da oben? Da spielt die Musik. So, zurück mit euch. Münchi, du kommst daher. Du hast Arbeit. Essen ist genug. Handel. Wir können tatsächlich Essen verkaufen. Autsch. So. Und? Elite-Mangudai. Juhu! Alter, da geht's um, ne? Wah, geht's weg da. Jawohl, ja. Das läuft super, weil so müssen wir die Gegner nämlich zwingen ein bisschen, dass sie Sachen nachproduzieren müssen. Und so können wir die Ressourcen, die sie da haben, ein bisschen verbraten lassen. Ein paar Einheiten möchte ich gerne noch erstellen, sofern wir jetzt nicht mal genügend Ressourcen haben. Ich werde dafür ein bisschen Holz verkaufen müssen. So. Dann schauen wir mal, ob wir noch ein paar von denen, vielleicht ein paar von denen noch hinkriegen. Ja, und dann gehen wir es mal an, würde ich sagen. Dass die Feinde da nicht, dass es denen nicht langweilig wird. Was mache ich jetzt mit euch eigentlich? Ihr seid da mal auf Pause-Modus. Bis wir Gold finden. Weißt was, ihr kriegt auch dabei Felder? Soll ich ein paar Felder einteilen? Nein, wisst ihr was ihr bekommt? Ihr bekommt dann das Holz. Wir gehen es nämlich dann gleich mal an. So, wir nehmen jetzt alles mit. Versammeln uns mal hier ganz kurz. So, schön durch das Tor. Wir gehen jetzt mal angreifen. Und zwar, die Triebböcke werden quasi die Hauptarbeit haben. Da schon mal Dümchen und so. Und ihr tut es jetzt kurz ein bisschen warten. So, ist gut. Ja, okay, kurz um den da kümmern. Jawohl. Der Turm ist gleich passé. Und. Na, treffen die nichts mehr. Hallo, ihr geht ja. Die Schmiede auch gleich mit weg. Ihr könnt euch ins Dorfzentrum kümmern. Na gut, wenn sie da vorbeikommt, ne? So. Schön die Schmiede. Passt. Dann hat der Bull, das muss weg. Wow. So, ihr packt euch zusammen. So, ihr macht das da bitte. Halt. Ihr bleibt so bin hier. Da, Chevalier und so. Ihr rollt mal hier hin. So. Da, Katapult, das muss weg. Wow. Sehr schön. Ja, ist ja wurscht. Nein, wartet, ihr zwei. Warte. Ja, ist wurscht. Das soll uns eigentlich blenden. So, ihr macht es hier weiter.
bitte. Das da und treffen. Ja, das ist schon nicht schlecht aus. Und der Part ist ja auch gleich wieder zu Ende. Freudische Flagge gestorben. Wer ist gestorben? Polnische Flagge gestohlen. Aha. Okay. So, bitte, ihr dürft mich jetzt die kümmern. Die. Wow, wir haben. So. Ich dachte, wir haben erfolgreich einen Chevalier bekehrt, aber ich glaube, der war schon sowieso unser Freund. Ja, die. Wisst was? Die tun wir noch weg. Die Mühle, die kommt weg. So, ja. Und dann bitte die ganzen Dorfbewohner, die müssen auch weg. Dann müssen wir kontrollieren, ob nicht noch irgendwo was aufgebaut wird. Die Häuser müssen auch weg, ja, ja. Ja. Ja, da sind noch ein paar Dorfbewohner, die müssen sterben. Ja. Und dann werden wir im nächsten Part, wenn wir dann schauen, wie es hier weitergeht mit uns. Aber ich glaube, es schaut nicht gut aus. Schaut hier aus, so Volksding. Ja, schau, Bollen ist schon erledigt. Perfekt. Also gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Oh, warte. Die will dann Dorfzentrum bauen. Oh, keine Frage. Also dann. Tschüssi.